Also es wird erstmal eine tolle Siedlung mit, ich würde mal sagen, so 700 bis 800 Wohnungen, je nach Größe, für 1500 Menschen. Aber es wird nicht nur eine Siedlung gebaut, sondern es wird auch ein soziales Konzept mit verwirklicht, wo viele dran wirken. Es wird aber auch ein Nachhaltigkeitskonzept verwirklicht, das heißt viel Grün, Begrünung der Dächer, Photovoltaik, schnelles Internet und so weiter. Aber wir wollen natürlich insbesondere für die Menschen noch sehr, sehr viel erreichen, dass sie miteinander kommunizieren können, dass sie miteinander leben können. Und dafür gibt es ein großes Begegnungshaus, Zentrum, wenn man so will, quasi dann dieser Siedlung. Ein Begegnungsplatz, ja, ein Quartiersplatz mit einem Wasserspiel und guten Aufenthaltsmöglichkeiten. Und natürlich, was sehr wichtig ist für dieses Gebiet, wir wollen, dass das ganze Gebiet autofrei, fast autofrei ist und deswegen zwei Parkhäuser zentral gelegen, außerhalb natürlich der Siedlung, fast außerhalb, aber so zentral, dass jeder parken kann und dann zu Fuß, wenn es machbar ist, dann an seine Wohnung gelangt. Es ist ein Gebiet und mit vielen Wohnungen, die für alle Menschen da sein sollen, und wir schätzen mal so 30% sozial gebundener, geförderter Wohnungsbau, Menschen mit Unterstützungsbedarf, 30%. Und der Rest, 70% dann mit mittleren und gehobenen Einkommen. Alle sollen gemeinsam wohnen, alle sollen gemeinsam miteinander leben, spielen, die Freizeit verbringen. Ja. Aber ich hoffe und wünsche mir natürlich dann, dass am Ende wir alle so erfolgreich sind, dass die Menschen, die da einziehen, am Schluss sagen können, da wollen wir gerne leben und wir machen Werbung für andere, vielleicht die hierher ziehen wollen. Die ersten Schritte in diesem Gebiet war natürlich, dass wir geguckt haben, dass das Baufeld begehbar ist, dass wir Eidechsen, die halt da waren, die wir verlagern und umsiedeln mussten, dann in eigene Eidechsenhotels, nennt man das. Und gleichzeitig hatten wir natürlich auch Kampfmittel, Untersuchungen, und in der Tat, es war am Schluss eine große Bombe, die gefunden wurde. Und Juli, August ging es dann richtig los in 21. Dann mit der, wir sagen immer Infrastrukturarbeiten, dann, das war die Firma Dieringer Scheidel, das kann man ruhig mal benennen, die dann den ganzen Straßenbau und die technischen Werke, den ganzen Leitungsbau dann vornimmt, und die Firma Wolf und Müller Kanalbau. Also das waren richtig gute Firmen, das kann man mal sagen, gemeinsam mit den technischen Werken aus der Stadt Ludwigshafen, die hier jetzt diese Infrastruktur voranbringen, und wir werden Ende des Jahres insgesamt mit dem Straßenbau und dem Kanalbau und Leitungsbau fertig sein. Ja.